Herren? Wer sind die Leute da? Gesandte sind's des Khanes der Tataren. Sie bringen Gruß und bieten Freundschaftsbund. Heißt sie nur aufstehen. Hört ihr, auf vom Boden! Ein sonderbares Volk. Und sonderbar bewaffnet. Weiß der den Säbel? Viel zu krumm gebogen. Das nimmt dem Hieb die Kraft, das müsst ihr ändern. Ein krummes Schwert mag angehen, doch der Kraftpunkt soll mehr nach oben. Einer meiner Reiter jagt euer Zehn mit seinem breiten Schwert. Wozu soll der Haarschopf da oben auf dem Scheitel? Für den Feind wohl. Der fasst sich seinen Mann, zieht ihn vom Pferde und würgt ihn, wie er mag. Wäre ich ihr König, in einer Nacht ließ ich sie alle scheren. Sie sollen gehen und morgen wiederkommen. Nun haben wir es euch recht gemacht, ihr Herren. Frau Ungarn mögt ihr künftig ruhig schlafen. Wir haben sie gejagt. Was gibt es sonst? Wer seid ihr? Rat und Bürgermeister, Herr von eurer vielgetreuen Wagerstadt. Was wollt ihr? Ach, nur immer zu, ihr Herren. Ich bin ermüdet, nehmt mir meine Waffen. Großmächtigster, unüberwindlichster, es drang zu uns die Fama deines Siegs und... Füllenstein! Hier bin ich mitgehört. Wie hieß der Platz, wo wir die Ungarn jagten? Bei Kreuzenbruch. Hans Narder war das Lager. Glaubst du, ich weiß den Ort nicht, wo ich stand? Ich meine den Platz des letzten Reiterangriffs, der ganz entschied. Man nennt den Ort Marcheck, weil in die Ecke dort die Marsch sich wendet. Marcheck! So soll man mir die Stadt auch nennen, die ich dort bauen will, zu des Siegs Gedächtnis. Marcheck soll sein der Markstein meines Glücks. Von dort aus weiter, denn wer hielte mich? Just in der Ecke dort der March, am Hügel jenseits, saß König Bela hoch auf seinem Stuhl. Zum Anfang ging's noch gut. Doch als der Habsburg auf eins hervorbrach mit den schweren Reitern und alles floh, was ungarisch fluchen kann, wo ist der Habsburg? Beim reichen Gott, er hielt sich gut. Sonst ein gar stiller Mann, doch wenn er angreift wie der böse Teufel. Wo ist Graf Habsburg? Sollen wir ihn rufen? Na, lasst nur. Als das der Ungarkönig sah, da braucht er keines Dolmetsch weiter mehr. Doch ist der Freund uns jetzt und Bundesgenoss, da muss man Gutes nur und Liebes sprechen. Hut und Mantel. Und wie steht's hier bei euch, Herr Bürgermeister? Habt ihr indes geträumt? Der Hut da drückt, zum Teufel einen anderen Hut. Wie also? Die Mauer auf dem Wischerrad ist fertig. Ja, mit der... Die Molderbrücke auch. Nur gestern war der letzte Stein gefügt. Ja, weil ihr wusstet, dass ich heute kam. Den Deutschen, die ich sandte, Sachsen, Bayern, war schon die untere Vorstadt eingeräumt? Verzeiht. Ist's geschehen? Hoheit, ja? Noch nicht. Warum nicht? Warum nicht? Wir wollten eure Hoheit nochmals angehen, ehe wir vertrieben so viel treue Böhmen. Vertrieben? Was vertreiben? Wollte ich das? Sie sollten nach Krudim. Dort waren Äcker und Baugrund ihnen dreifach angewiesen. Und dreifach alle Kosten der Versetzung. Doch aus der Vorstadt sollen sie heraus. Sie sollen, müssen. Müssen, Gottes. Ich weiß wohl, was ihr mögt, ihr alten Böhmen. Gekauert sitzen im verjährten Wust, wo kaum das Licht durch blinde Scheiben dringt. Verzehren, was der vorige Tag gebracht, und ernten, was der nächste soll verzehren. Am Sonntag Schmaus, an Kirchmess plumpen Tanz, für alles andere taub und blind. So möchtet ihr, ich aber mag nicht so. Wie den Ertrinkenden man fast am Haar will ich euch fassen, wo es am meisten schmerzt. Aus eurer Dumpfheit wecken, bis ihr ausschlagt wie ein gespanntes Pferd. Seht her, der Mantel ward in Augsburg eingekauft. Das Gold, der Samt, die Stickerei, das Ganze, könnt ihr das machen hier in eurem Land? Ihr sollt, bei Gott, ihr sollt, ich will's euch lehren. Die Länder, die euch herrisch einst gehöhnt, ich habe sie bezwungen mit dem Schwert. Ich habe sie vereinigt meinem Reich. In alle Fernen trug ich Böhmens Namen, aus allen Fernen tönt zurück sein Ruhm. Wie meine Väter konnte ich ruhig schlafen, euch lassen schlafen, so wie eure Väter. Für wen hab ich's getan? Für euch! Hin auf des Berges Mitte stell ich euch. Und nun klemmt weiter oder brecht den Hals. Lass mir die Deutschen in die Vorstadt kommen. Was ist? Die Königin, wie ihr befahlt,
Auch das noch. Das noch, seht, um euretwillen. Damit nach meinem Tod mein Reich nicht ohne Erben, mein Werk das Spiel nicht werde innern Zwists, habe ich von Margareten mich getrennt, die keines Erben Hoffnung mehr gewährt und neuer Bandewechsel mich gefügt. Ja, ja, ihr Herren, damit ihr es alle wisst, zur Festigung des nun geschlossenen Friedens hat König Bela mir die Hand geboten von Kunigunden, seinem Enkelkind, des Herzogs von Masowien einzigen Tochter. Die Königin wird kommen, handfest unterzeichnen, die Schenkung wiederholen ihrer Lande und des zu Zeugen seid ihr hier versammelt. Nun ruh in Ehrfurcht, ist des Königs Wille.